Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Goodiebox aus dem Monat Oktober und die haben wir hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Box aus Dänemark, die Beauty-Produkte enthält. 5 mindestens sind hier drin enthalten und ein Warenwert von mindestens 70 Euro. Das ist immer eine schöne Geschichte. Wenn man dann noch das Abo quasi ganz frisch abschließt, bekommt man tatsächlich nicht die aktuelle Monatsbox, sondern die Welcome-Box. Genau, setze ich euch mal einen Link in die Infobox. Und die hat meistens einen richtig krassen Wert. Was der Inhalt aktuell ist, kann ich euch mal im i verlinken. Schaut gerne mal vorbei. Hier habe ich jetzt aber die Oktober-Variante, die wir uns mal gemeinsam anschauen können. Und ja, sie kommt halt immer in diesem wunderschönen Schubladendesign daher. Das heißt, du hast immer diese einheitliche Größe, dieses einheitliche Format, ne? Und könntest theoretisch die ganzen Boxen so aufeinander drapieren, kleben, stellen, wie auch immer. Und hast dann quasi dein eigenes Regalsystem damit gebaut, in kunterbunt, was ich richtig schön finde. Bevor ich jetzt in die Box aber hineinschaue, vielen lieben Dank an das liebe Goodieboxen-Team, dass ihr mir auch diese Box wieder zur Verfügung gestellt habt, um sie hier halt vorzustellen. Und ich habe von der lieben Sarah auch einen Link bekommen, sodass ich euch jetzt auch endlich wieder das Thema der Box verraten kann. Denn das Ganze ist jetzt immer digital abgebildet. Und da kam ich jetzt eine ganze Zeit nicht rein. Jo, das ist The Get Set Prep Box. Okay, also wir sollen uns auf irgendwas vorbereiten. Ich bin sehr gespannt. Der Herbst ist in vollem Gange. Und auch wenn wir die langen Sommernächte ab und zu vermissen, vermissen wir definitiv nicht die schminke, schmelzende und frizz-auslösende Feuchtigkeit, oder? Naja, Feuchtigkeit, ich weiß ja nicht. Es ging tatsächlich ja an meinen Schweiß und so, ne? Aber ich kam damit wirklich klar. Endlich können wir wieder den kuscheligen Pullover anziehen, eine Tasse Tee mit Zimtgeschmack genießen, drinnen bleiben und uns verwöhnen lassen. Und genau das kannst du diesen Monat von deiner Box erwarten. Wir haben eine Reihe von Wundermitteln zusammengestellt, die deinen Geist, deine Haut, deine Haare und deinen Körper verwöhnen und dich auf den Übergang in die herbstliche Kälte und Gemütlichkeit vorbereiten werden. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, also ich gehe davon aus, dass wir hier eine Pflegebox haben werden. Tee, ja, trinke ich sehr, sehr viel, aber unten habe ich, ich sag mal, meinen warmen Tee. Hier oben habe ich dann eher so den kalten Tee. Das ist jetzt hier einfach schwedische Blaubeere. Ja, von Teekanne, den hatte ich letztens in einem ganz lieben Zuschauerpaket drin und den trinke ich gerne kalt tatsächlich hier oben. Denn auch wenn es immer relativ frisch ist, wenn ich hier oben hochkomme, so ist es dann irgendwann recht warm, wenn ich die Kerze anhabe, wenn ich mich hier auch bewege und mache und tue, dann kann ich das gar nicht so gut haben, wenn es hier jetzt bullewarm wäre und ich dann noch ein warmes Getränk zu mir nehmen würde, puh, dann würde ich hier wahrscheinlich zerfließen. Ja, also den Sommer vermisse ich persönlich schon, auch wenn es dieses Jahr natürlich viel zu krass war, aber ich bin eher so ein Fan von Wärme, Wärme, Sonne. Nicht so viele Klamotten tragen. Ich hasse es, dass ich jetzt aktuell so viele Klamotten tragen muss. Allein deswegen, weil ich nicht mehr reinkomme. Und ja, deswegen, ne, ist es ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt eigentlich auch gerade eine Latzhose an, die ich mir gerade runtergeklappt habe, weil die mir hier oben einfach auf den Keks gegangen ist. Aber na, wir schauen jetzt einfach mal. Ach, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Jahreszeit deine liebste Jahreszeit ist. Und ja, ich mache dann jetzt einfach schon mal die Box auf, ne? Da können wir mal zusammen reingucken, was hier alles so drin ist. Einmal das Seidenpapier zur Seite gemacht. Und die Sache bei der Goodiebox ist halt auch immer, du hast super wenig Verpackungsmaterialien. Also du hast hier wenig Krüppelpapier oder wenig Luftpolsterfolie oder so dabei. Auch die Box an sich ist immer in einem exakt passenden Karton eingepackt. Das ist richtig, richtig cool. Und hier haben wir farbtechnisch, oh mein Gott, also mich spricht das voll an, erinnert mich so ein bisschen wegen diesem Mintgrün von der Box und dieses Rosé und dieses Mintblau gibt es nicht. Nein, hellblau, pastellblau an einen American Diner. Wisst ihr, was ich meine? Aber woran mich das auch erinnert, ist tatsächlich der Adventskalender. Auch dazu kommt bald ein Unboxing. Ich setze euch schon mal den Link zum Adventskalender und einen Code in die Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, wir starten die Chose doch einfach mal mit etwas. Oh, das sieht so hübsch aus. Okay, das ist eine Haarbürste. Und die sieht richtig schön aus. Von welcher Marke bist du? Das muss ich mal im Heftchen gleich nachgucken, weil das steht hier gar nicht drauf. Guck mal. Ne? Ich meine, wir hatten mal in der Goodiebox eine Bürste drin, die ich halt in reger Anwendung habe.
Habe ich hier oben auch tatsächlich. Moment, das ist die hier nämlich gewesen, ne? Das ein oder andere Haar von mir dran. Die ist halt klasse, weil die sich der Kopfhaut so schön anschmiegt. Und die habe ich in Anwendung, deswegen wird die hier dann auch wahrscheinlich weiter wandern. Aber die sieht sehr, sehr gut aus. Und ich mag diese Herzchen ja, ne? Das spricht mich ja schon mal direkt an. Das ist sehr knuffig. Ich weiß nicht, was diese schwarzen Borsten dann zu bedeuten haben. Das können wir mal gucken. Aber die hat auf jeden Fall auch eine schöne Form. Also, das ist nicht verkehrt. Wir gucken mal im Booklet. Le Booklet. Können wir einmal nachgucken. Falsche Sprache, Claudinchen. So. Eine Curved Pedal Brush von YH. Okay, ja gut. Das konnte man jetzt so auch nicht erkennen, ne? Ein langes heißes Bad zu nehmen, wenn die Temperaturen draußen gesunken sind, hat einfach etwas besonders Entspannendes. Was nicht so entspannend ist, sind die verhedderten Haare auf deinem Kopf, die du nach dem Baden hast. Zum Glück hast du diesen Monat die YH, wahrscheinlich YH oder so, Curved Pedal Brush, mit deiner Box erhalten. Die Bürste ist so konzipiert, dass sie sich der Form deines Kopfes anpasst und dadurch unglaublich bequem zu benutzen ist. Neben den normalen Nylonbürsten hat sie auch Wildschweinbürsten, was die Bürste ideal für Menschen macht, deren Haar zu Verfilzungen neigt. Alle Haartypen können die Bürste verwenden. Okay, Wildschweinbürsten ist natürlich so eine Sache für sich, ne? Das ist dann natürlich mit Tierhaar, ne? Weißt du Bescheid? Aber ja, sieht für mich jetzt soweit so gut aus. Würde ich jetzt in der Theorie auch verwenden. Aber ich habe ja aktuell zwei sehr, sehr gute in Anwendung. Dementsprechend wird die dann auch weiter wandern. Ich weiß auch schon, an wen ich die geben werde. Denn ich habe heute eine Anfrage bekommen, ob ich jemandem etwas Schönes packen könnte. Einen schönen Adventskalender hier im Familienkreis halt, ne? Und ja, ich glaube, da wird sich die liebe Dame drüber freuen. So. Also, ja gut, ich kann es ja sagen. Die Pflegerin von meinen Großeltern, die hat ja meinen Opa auch bis zur Schwelle begleitet, sage ich jetzt mal dazu, ne? Und ist jetzt immer noch bei meiner Oma. Genau. So, als nächstes habe ich hier etwas drin und zwar von Zarco Beauty bei Oli oder Olli. Nail and Cuticle Oil, 12 Milliliter, sowas ist auch jetzt gerade sehr, sehr gut. Wir haben ja alles gerade trocken, ne? Also durch die Heizungsluft und Kamin und hast du nicht gesehen, haben wir wirklich eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit überall. Dementsprechend trocken sind auch unsere Hände, unsere Füße, Leute. Wow. Und da hilft einfach so ein Öl. Das machst du dir einfach abends schön drauf, bevor du ins Bett gehst. Und dann ist alles soweit so gut. Ich mache mir sowas gerne auf die Füße. Finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Inhaltsstoffe hier drin sind, aber solche Öle allgemein sind sehr gut. Hier sehen wir auch schon direkt den Applikator, ne? Also dieses Pinselchen, das sieht auch sehr schön aus. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es gut funktionieren kann. Schön! Dann habe ich hier noch etwas drin enthalten und zwar, das riecht auch gut. Riecht richtig gut. Style Dry Pineapple and Coconut. Es ist einfach verrückt, dass ich aktuell so auf Kokosnussduft stehe. Ne? Jetzt nicht auf jeden Kokosnussduft, aber auf den auf jeden Fall. Prep and Prime Polishing Primer with Horsetail Plant Extract. Hä? 100 Milliliter mit Pferdeschwanzpflanzenextrakt. Ich glaube, Horsetail heißt in dem Sinne nicht Pferdeschwanz, oder? Okay, so ist es auf jeden Fall. Ein Primer für die Haare? Oder wofür bist du dann? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Apply to wet or dry hair. Genau, also in nasses oder in trockenes Haar machen. Place a small amount into the palm of your hands and then rub hands together. Ja, machst du Haufen hier rein und machst du so. Ich lieb's. Gently work into your hair and scalp, in die Haare und die Kopfhaut einarbeiten. Make sure to show extra love to the hair ends und vor allem auf die Haarenden konzentrieren, aber mei, hä? Also, Primer. Ich bin froh, dass ich jetzt diesen Monat dieses Heftchen habe, weil viele Dinge einfach gerade so mit Fragezeichen bei mir sind. Die kalten Temperaturen und der raue Wind können unserem Haar in dieser kalten Jahreszeit viel Schaden zufügen. Der Prep and Prime Polishing Hair Primer wird dein bester Freund sein, dein neuer bester Freund sein. Erstens ist es eine leichte Styling-Creme.
die sich nicht schwer auf deinem Haar anfühlt. Zum anderen stärkt er dein Haar gegen Spliss und Haarbruch und sorgt für mehr Glanz und Geschmeidigkeit. Arbeite eine kleine Menge in deine Strähnen und deine Kopfhaut ein und gib deinen Spitzen besonders viel Liebe. Du kannst ihn auf nassem oder trockenem Haar anwenden, egal ob du es an der Luft trocknest oder mit Hitze stylst. Haben wir schon erwähnt, dass es auch vegan und tierversuchsfrei ist. Ja, okay, also dann heißt Horsetail Plant Extract etwas anderes. Ah, witzig. Ja, okay. Werde ich nicht verwenden, bin ich ehrlich, weil ich meine Haare ja auch nicht groß style. Also das ist mein Styling und ja, aber ist nicht schlimm. Dann habe ich hier das nächste Produkt drin und zwar ein Melting Bone Cleanser von Raw Perfection. Und das ist auch cruelty-free und vegan. 20 Milliliter sind hier drin. Das wird dann wohl fürs Gesicht sein. Ja, ein Reiniger fürs Gesicht. Auch das können wir immer gut gebrauchen, ne? Also egal zu welcher Jahreszeit. Also Gesichtsreinigung ist so wichtig. Abschminken, Leute. Leute. Ich habe das leider so oft auch schon gehört, dass Menschen sagen, nein, ich hatte keine Lust. Nein, ich habe mich... Nö, das mache ich immer dann morgens. Wie, du schminkst dich morgens ab? Du gehst mit diesem Gesicht ins Bett und dann schminkst du dich morgens erst... Ja, ich dusche halt morgens. Ja, Okay. Ist jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Aber gut, jeder so wie er meint. Aber für die Haut ist es halt einfach nicht so gut, wenn man das nicht direkt abends macht. Also man sollte wirklich nicht mit... also so würde ich niemals, niemals schlafen gehen. Das, meine Wimpern würden abbrechen. Meine Haut würde echt eskalieren. Aber gut, ich habe auch eine trockene, sensible Haut. Also vor allem das Sensibel wird da groß geschrieben, ne? Ja. Nee, also das ist crazy. Also ich könnte mir das damals, ja, als junges Teenager-Mädchen habe ich das tatsächlich gemacht, dass ich ganz verrückt, aber dementsprechend sah meine Haut auch aus, dementsprechend sahen meine Wimpern vor allem aus. Wenn du dann halt einfach morgens nochmal wieder eine Schicht Mascara drüber klatscht, am besten auch noch wasserfest, Ja, ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also tut's nicht. Immer schön abends auch abschminken und morgens auch gerne nochmal das Gesicht waschen, egal ob jetzt mit klarem Wasser oder ob ihr das mit einem Cleanser macht, mit einem Schaum oder sowas, ne? Gönnt eurem Gesicht wirklich die Reinigung und die Liebe, damit die Haut dann auch entsprechend vorbereitet ist auf den Tag, auf die Pflege vor allem. Ihr solltet die Haut ja auch pflegen, ne? Okay, apropos Pflege, Mask Me Up Free, habe ich hier 0% Perfume, sehr schön, also eine unparfümierte Sheet Mask, Energizing mit Acai-Beeren-Extrakt, oh richtig schön, Quick Fix, was steht hier, warte mal, Rejuvenating and Antioxidant, also quasi verjüngend und mit antioxidativem Effekt, 15 Minuten lässt du die drauf. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Ich liebe Gesichtsmasken, das wisst ihr Leute, ne? Tolle Sheetmask für das Gesicht ohne Parfüm mit revitalisierenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Sie enthält Acai-Extrakt und Aloe Vera. Oh, Aloe Vera ist so toll. Ist ganz toll für die Haut. Die Haut weich und geschmeidig machen und eine antioxidative und feuchtigkeitsspendende Wirkung auf die Haut haben. Die Gesichtsmaske ist außerdem mit Allergiesiegel Allergy Certified zertifiziert. Die Maske ist für alle Hauttypen geeignet, kann täglich verwendet werden. Ja gut, aber jetzt haben wir hier eine drin. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Auch die Inhaltsstoffliste ist sehr kurz. Das sieht sehr gut aus. Also da habe ich wirklich Bock drauf. One-Time-Use, ja natürlich. Und cool. Ne? Richtig, richtig cool. Richtig cool. Auch Tuchmasken und ich, wir sind Freunde. Und diese Mask-Me-Up-Sachen, die sind auch total cool. Da hatten wir auch schon, wie oft kann man cool sagen, ja. Da hatten wir, glaube ich, von Mask-Me-Up war das doch, oder? Eine Popo-Maske, eine Bubi-Maske. Da schon so verrückte Masken, Handmasken, Fußmasken, Tüdelü-Masken. Und jetzt ist halt mal der Klassiker, dass es eine Gesichtsmaske ist. Also, wir haben jetzt hier ein Fazit, ne? 5 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, ja, zählen. Und, ein Produkt mit dabei, wo ich sage, das wird jetzt eher weiter wandern, auch wenn es hübsch aussieht, ne? Definitiv. Aber ansonsten sind das wirklich coole Produkte, die uns dann auch wirklich auf diesen, wirklich auf den Winter vorbereiten können, dass wir halt Feuchtigkeit im Gesicht haben, dass wir unsere Haare dann auch entsprechend pflegen können, entwirren können, dass wir gepflegte Hände haben. Ich finde das toll. Also schreibt mir mal gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich weiß, ich bin leicht zu begeistern, aber das sind halt auch wirklich gute Produkte. Und wenn ich mir halt überlege, dass man da 19,95 halt für die Box ausgibt, ne, lohnt sich das schon. Weil das ist ja im Prinzip 4 Euro pro Produkt
Und selbst wenn eins davon einem nicht gefällt, sind es 5 Euro pro Produkt. Und das geht vollkommen klar, oder? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Goodiebox-Unboxing für den Monat Oktober. Wie gesagt, in der Infobox habe ich euch verlinkt den Link zu dieser Welcome-Box-Geschichte. Da gibt es auch meistens noch ein Goodie on top. Ich weiß nicht, ob das aktuell auch dieses Serum von eCooking noch ist, ne? Meine ich aber schon, weil so lange ist es ja gar nicht her, dass ich euch das zeigen durfte. Außerdem den Adventskalender. Wow, ja, gönnt euch auf jeden Fall hart. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht schaffe ich das sogar für mich persönlich heute abzudrehen. Mal gucken. Und ja, dann war es das auch. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!